Was macht dieser Schalter? Wird er diese Tür öffnen? Und was steckt dahinter? Das finden wir jetzt direkt hier raus in einer neuen Folge Tomb Raider. Okay. Das war nicht das, was ich erwartet hätte. Die Frage ist, was ist denn hier hinter? Hier ist ein Gitter hinter. Und ein Schlüssel. An den Schlüssel wollen wir auf jeden Fall ran. So viel steht fest. Kann aber natürlich sein, dass wir irgendwie anders an diesen Schlüssel rankommen. Jetzt erstmal hier schauen. Wahrscheinlich müssen wir jetzt erstmal hier hoch. Da will sie aber noch nicht hoch, dann schieben wir das Ding halt nochmal ein bisschen weiter zur Seite. So, nein. Du sollst hochklettern. Genau. Dahinter ist nämlich auch nichts mehr, wo du lang schieben könntest. Wir wollen jetzt irgendwie da weiter, schätze ich mal. Ah, die Frage ist nur, müssen wir springen? Wahrscheinlich müssen wir springen. Dann speichern wir doch mal ganz kurz das Spiel vor so einem wichtigen Sprung. Und noch ein bisschen ausrichten. Und jetzt laufen und Sprung. Das hat schon mal funktioniert. Sind wir hier? Okay. Wieso ist das Ding jetzt weg? Okay, hoch genug springen wir. Rankommen sollten wir auf jeden Fall. Dann gehen wir jetzt nochmal vorsichtig ein paar Schritte nach vorne. Sprung. Und dann sind wir auch schon oben tatsächlich. Da ist wieder irgendeine besondere Skulptur. Also schauen wir uns hier mal ein bisschen um. Erstmal speichern, dass wir den Sprung geschafft haben. So. Dann. Kann ich hiermit interagieren? Ist die Frage. Sieht nicht so aus, als könnte ich damit interagieren. Aha. Dann müssen wir doch mal schauen, was denn. Liegt hier irgendwie was drauf? Was uns weiterhelfen könnte? Hier nicht. Auf der anderen Seite auch nicht. Okay, was machen wir jetzt hier? Wieso wurde die Tür nach hier oben geöffnet? Wieso? Ach, da. Schalter. Hätte man auch eher dran denken können. Auf der anderen Seite auch? Nee, auf der anderen Seite nicht. Dann habe ich den Spencer hier auf der anderen Seite übersehen. Okay, da ist wieder was aufgegangen. Und zwar der Boden bei der Katze. Da hinten. Wo ich garantiert jetzt nicht so einfach runterspringen werde. Warte mal kurz. Was ist, wenn wir darüber gehen? Mal eben speichern. So, so. Und jetzt. So. Sind wir hier drüben? Ist die Frage, können wir uns jetzt hier runterlassen? Ohne groß Schaden zu bekommen. Denn da habe ich auch noch was liegen sehen. Das sieht eher nicht danach aus. Wir müssten uns eher von dort runterlassen. Da liegt nämlich irgendwas Graues. Was ich gerne noch mitnehmen würde. Ah, nicht so! Nicht so, Lache. So, hier jetzt runter. Zack, zack. Halten. Hinten. Aha! Okay, hat trotzdem wehgetan. Aber was liegt hier? Magazine. Uzi-Magazine wieder. Wo ist diese verdammte Uzi? Frage ich mich immer noch. Jetzt noch darüber, weil da lag auch noch was. Das schaffen wir, glaube ich, von dort aus. Genau. Okay, so kommen wir da nicht dran. Vielleicht von der anderen Seite, wenn wir dann später einen anderen Gang gegangen sind oder so.
Bin mir ziemlich sicher, dass wir da nochmal zurückkommen. Wobei, da oben liegt noch was. Hätten wir doch da von dort aus darüber gemusst. Gucken wir nochmal nach oben. Das möchte ich jetzt herausfinden. Wir müssen ja jetzt auch nicht knallhart hier immer alles durchziehen. Wir können ja auch ein bisschen herausfinden, ob wir irgendwo hinkommen, wenn wir was entdeckt haben. Oder etwa nicht. So. Bisschen ausrichten. Los. Genau. Und jetzt müssen wir darüber. Okay. Dann machen wir das folgendermaßen. Wir gehen ein bisschen weiter hier hin. Jetzt langsam nach vorne. Einen Schritt zurück. Und. Ja, nicht doppelt springen. Ah, wobei, so geht das tatsächlich noch. So geht der Doppelsprung tatsächlich noch. Na, mal das bitte einsammeln. Dankeschön. Jetzt können wir wahrscheinlich darüber springen und dann dahin. Hier kommen wir nicht wieder hoch, nee. Da will sie nicht wieder hoch. Dann gehen wir jetzt mal eben wieder nach ganz vorne. So. Aha, jetzt sind wir hier. Soweit, so gut. Ich höre doch was. Ah, das ist schon wieder ein neues Krokodil. Okay. So, damit sind wir hier drüben. Und diese Munition ist mir tatsächlich wichtiger als die Uzi-Munition, weil hiervon haben wir nämlich schon die Waffen, zu der die Munition gehört. So, aber jetzt erstmal gucken, wo ist das Krokodil? Da ist das Krokodil. Komm her, Kroko. Komm her. Okay. Krokodil ist erledigt. Soweit, so gut. Kommen wir jetzt. Warte, können wir hier drauf? Oh, wir können hier drauf. Dann. Ah. Okay, so nicht. Das hat so viel Damage jetzt gemacht? Verarsch mich doch nicht. Ja, müssen wir wohl ein kleines Medipack nehmen. Ach, Mann. So. Da. Wo kommen wir da am besten sicher runter? Ich glaube, auf der anderen Seite. Ich glaube, auf der anderen Seite. Dann wollen wir doch mal da weitergehen. Ba-ba-ba-da-ba-da-ba-bam. So, mal hier an den Rand. Wir machen das nochmal eben anders. Lassen uns stückweise runterfallen. So, gucken wir uns doch hier mal ein bisschen genauer das alles an. Was ist da im Dunkeln? Es scheint einfach nur. Wobei, da geht's weiter. Runter. Da sind Spikes, aber okay. Da sind Spikes. Und was hier dieser Gang? Da führt auch was runter. Hier erstmal Munition. Die wir natürlich aufnehmen. So, nochmal schauen. Da gehen wir erstmal hier runter. Da, wo halt keine Spikes sind. Mal sehen, was uns hier erwartet. Okay, der scheint nicht auf unserer Ebene zu sein. Das ist gut. Was macht dieser Schalter? Okay, der macht dort wieder was auf, im Hauptraum. Da unten sind sie. So, erstmal die Katzen erledigen. Na komm, da. Noch einmal. Okay, doch noch zweimal. So, geht doch. So, die Katze ist schon mal erledigt.
Ah, okay, wir müssen wahrscheinlich wieder raus, weil hier sich jetzt runterfallen zu lassen wäre dumm. Wir kommen nämlich wahrscheinlich durch den Hauptraum da rein. Sieht ganz danach aus. Dann können wir doch nochmal wieder hier raus. Dann schauen wir jetzt aber nochmal eben bei den Spikes da vorbei. Aber da ging ja auch so treppenmäßig runter. Aber hier auch und da auch, okay. Wow. Glück gehabt. Würde ich mal behaupten. Glück gehabt. Und dann springe ich nach hinten. Das kann doch nicht wahr sein. Philipp. Das war einfach nur dumm. Das war doch einfach nur dumm. Ach komm, mach erstmal die Decke auf. Dann nochmal eben die beiden Viechers erledigen. Sind sie beide da hinten in der Ecke? Ah, okay, einer kommt zumindest raus. Na komm her. Komm schon. Mies, 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 mies. Okay. Katzen erledigt. Dann wieder da raus. Düp, düp. Speichern wir das mal eben. Diesmal speichern wir das. Schauen wir uns das jetzt nochmal an, aber vorsichtig. Aber hier liegt einfach nichts. Ich glaube, es ist echt einfach nur eine Falle, wenn man sich ja für den falschen Weg entscheidet. Ich habe das halt echt nichts liegen sehen. Okay, erstmal wieder hier raus. Wie kommen wir jetzt hier raus? Kann auch sein, dass wir vielleicht doch einen anderen Weg nehmen müssen. Ich glaube, hier kommt man gar nicht raus. Oder doch? Oder etwa doch? Nö. Dann müssen wir wahrscheinlich doch durch den großen Raum. Oder ist hier doch noch mal irgendwie was? Ne, ich glaube, da war echt nichts. Gut, dann gucken wir mal, dass wir doch durch den großen Raum da irgendwie rauskommen. Wahrscheinlich müssen wir da irgendwie auf diese Plattform springen. Springen wir mal zurück und jetzt haben wir das ganz knapp verpasst. Würden die jetzt mal bitte. Nehmen wir noch mal ein großes. Okay, eine ist weg. Komm schon! Okay. Herzen erledigt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so gut war, dass ich hier runtergefallen bin. Oder ob ich eher oben hätte bleiben müssen. Da können wir auf jeden Fall wieder nach oben klettern, aber auf die andere Seite. Schauen wir uns das mal eben an, bevor wir den Gang, der sich geöffnet hat, da lang gehen. Dass es überhaupt ein Gang ist. Lass mal erst gucken, ob das überhaupt ein Gang ist. Doch, das ist ein Gang. Der aber sehr früh endet. Da liegt nun ein Medipack. Das nehmen wir doch mit. Das ist doch schon mal gut zu wissen. Okay, dann
Dann gehen wir jetzt hier hoch. Oder versuchen zumindest da hochzukommen. Aber es sollte doch der Weg hier hoch sein. Ja, komm. Festhalten. Richtig. Genau. Hoch da. Genau. Und diese Katzenskulpturen machen echt nichts, oder? Nee. Machen sie tatsächlich nicht. Okay, da kommen wir, glaube ich, dann wieder in, ja, aber in den Zentralraum dann zurück, ne? Wenn sich das da geöffnet hat. Ja, wir kommen auf, wir können, glaube ich, da hochspringen. Hat sich jetzt da unten die andere Tür geöffnet? Ja, und da sind wieder Katzen. Wir jetzt erstmal diesen Gang hier entlang, bevor wir da runterspringen. Wo führt dies? Ah, fuck! Mumie, Mumie. Okay, Mumie ist gestorben. Oh. Dass dieses Spiel einen so erschrecken kann, ne? Das ist... Oh. Vor allem überrascht es mich immer wieder aufs Neue, dass irgendwie so Jumpscares kommen können. Oh. So, kommen wir da hoch? Ja, kommen wir hoch. Was haben wir hier? Nettes. Mhm. Ja, okay, da kommen wir weiter hoch. So weit, so gut. Was haben wir denn hier Nettes? Wir haben hier einen ganzen Haufen Sand. Diesen Stein. Okay. Was ist in diesem Gang? Aha, jetzt sind wir hier oben von dem einen Raum. Das ist interessant. Das ist tatsächlich interessant. Ah, Safe Game. Sitzt hier auf Kamu. So, Schritt für Schritt springen. Wir haben es nicht eilig. Wir haben es gar nicht eilig. Langsam, Lara, langsam. Wir wollen nicht wieder irgendwo runterfallen. So, das haben wir schon mal. Jetzt wollen wir nach da drüben. Denn da ist ein Schalter. So, das haben wir geschafft schon mal. Können wir jetzt diesen Schalter hier umlegen? Es ist irgendwo Sand, glaube ich. Geflossen. Erstmal wieder hier runter. Vorsichtig nach vorne gehen. Okay, diesen Sprung werden wir auf keinen Fall schaffen. Dann gehen wir doch eher Richtung dieses Dings. Genau. Schön. Vorsichtig und langsam wieder zurück. Wie gesagt, wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Gut, das haben wir geschafft. Das haben wir geschafft. Dann ist hier der Sand geflossen. Hier ist der Sand geflossen. Ja, mach einen Körper zum Genickbruch. Ja, ein Körper zum Genickbruch. Wer hat das nicht so gerne? Okay, erstmal runterschauen. Haben wir noch auf die andere Seite gesprungen, ist die Frage. Ja, das schaffen wir. Gut. Gut, gut, gut. Da oben lag was. Ein Schlüssel. Gut, dass ich den jetzt nicht übersehen habe, weil ein Schlüssel wird noch wichtig. Bin ich mir ziemlich sicher. Und da sind wir wieder auf der anderen Seite. Aha. Dann müssen wir tatsächlich da runter.
Aber diesmal bitte ohne dabei zu sterben. Auf die andere Seite mal schauen. Da ist auf jeden Fall ein Gang. Ist die Frage, kommen wir hier hoch oder würden wir auch wieder runter? Nee, hier kommen wir hoch. Bis hier. Okay. Ich habe nichts gesagt. Dann habe ich nichts gesagt. Gucken wir mal kurz hier rein. Was haben wir hier in so Nettes? Ach, warte, hier waren wir doch. Ja, hier waren wir gerade. Ah. Dann rutschen wir doch nochmal runter und gucken in diesen Gang, der da war, rein. Okay, ich hatte kurz Angst, dass es wieder ein Fehler war von mir. Einfach zu springen und damit quasi die Fallhöhe zu erhöhen. Auf die andere Seite bitte, Lara. Perfekt. Einmal hier in den Gang reinschauen. Was haben wir denn hier? Nettes. Ah, jetzt sind wir wieder hier zurück. Okay, jetzt bin ich noch stärker verwundert, wo denn es... Wartet, ich zeig's euch sofort. Der hochgeht. Da war ja noch diese zweite. Oder ist es einfach da, wo wir ursprünglich lang gegangen sind? Schauen wir doch mal kurz rein. Hier ist ein Gitter. Hier sind so zwei Dinge. Die Tür. Okay, hier werden wir später nochmal rauskommen. Hier werden wir eindeutig dann später nochmal rauskommen. Dann geht es wieder zurück in die andere Kammer. Da waren noch keine Katzen zu hören. Ach, stimmt, da unten ist ja wieder eine. Oder mehrere. Ja, aber das nehmen wir uns in der nächsten Folge vor. Und schauen dann mal, wohin die Tür führt, die da aufgegangen ist. Bis dahin, macht's gut. Ciao.